Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Tourist Bus Simulator hier auf Fuerteventura. Ja, endlich geht es wieder los. Es hat ein bisschen gedauert und ich bin mir auch nicht sicher, ob alles hundertprozentig klappt. Also, es ist gerade ein bisschen für mich ungewohnt, denn ich habe es zum ersten Mal hinbekommen, irgendwie das Programm von EOS Utility zu fixen, also von EOS halt, von Canon. Von der EOS-Reihe. Und zwar kann ich jetzt meine Kamera über den PC aufnehmen, was das Ganze deutlich erleichtert, hoffe ich doch mal. Erstens, diese Erleichterung werden wir heute testen. Zweitens, ob das wirklich gut funktioniert, werden wir heute testen. Drittens, habe ich keinen Greenscreen. Den habe ich jetzt nicht aufgebaut, weil erstens hatte ich keine Lust und zweitens ist das für den Tourist Bus Simulator eh nicht so sinnvoll, weil wo soll ich mich dann hinsetzen? Ich muss mich mit dem Greenscreen irgendwo nach unten vom Bildschirm setzen, weil das nicht anders funktioniert und weil sonst sieht das echt behindert aus, wenn dann einfach, wenn ich oben irgendwo hocke und da ist abgekattet, so richtig dumm. Und ja, deswegen, da weiß ich mir nicht, wo ich mich unten hinsetzen soll, da ist ganz, ganz viel Zeugs, Lenkrad und dies und jenes und von daher kein Plan, deswegen ist das gar nicht mal so scheiße, dass ich jetzt kein Greenscreen habe, weil dann kann ich den einfach rechts oben in die Ecke packen, ohne Probleme. Wir fahren schon mal los, ich laber mal ein bisschen weiter, denn was ich auch noch nicht weiß, ist, ob das Mikro halbwegs normal ist. Ich habe es gerade ein bisschen auch mitgerissen. Das liegt jetzt oder hängt hier irgendwie so ganz schief in der Ecke. Ich hoffe, dass ihr mich einfach trotzdem gut versteht. Und ich möchte darauf eigentlich, ich möchte halt nicht drankommen. Das ist so das Problem, was ich jetzt habe und wo ich ein bisschen Angst vor habe. Aber wird schon passen. Ich hoffe, dass man das Lenkrad nicht zu arg hört, sondern mich halt einfach perfekt. Versprecher werde ich drin lassen. Die heutige Folge wird um die 25 Minuten gehen. Mal gucken. Ich habe das Spiel seit ungefähr 4-5 Wochen gar nicht mehr gespielt. Oder halt, ja, 4-5 Wochen. Seit der letzten Folge halt. Keine Ahnung, wann die letzte Folge online kam. Vielleicht kam die auch erst vor 2 oder 3 Wochen. Ich weiß es nicht. Aber seit der letzten Folge, die ich aber auch schon ein bisschen länger her aufgenommen habe, habe ich auf jeden Fall nicht mehr gespielt. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, welche Knöpfe ich hier drücken muss. Ich war ein bisschen verwirrt auch gerade, wie ich die Kamera zentriere, aber es klappt schon alles. Ich wollte auf jeden Fall sagen, die erste Folge kam ja einigermaßen ganz okay bei euch an, also für so Simulatoren war das eigentlich ganz gut, weil mein Kanal besteht ja aus ja, Fußball-Simulatoren, zwar auch Simulatoren, aber halt Fußball, FIFA, PES und sowas und von daher kam das dementsprechend auch ganz okay eigentlich an. Deswegen wollte ich auf jeden Fall weitermachen. Das Tutorial habe ich ja in der letzten Folge gesagt, werden wir auf jeden Fall durchspielen. Wer die letzte Folge nicht gesehen hat, rechts oben beim i verlinkt auf der anderen Seite. So muss ich glaube ich eigentlich zeigen. Macht glaube ich mehr Sinn. Ja, auf jeden Fall weiß ich nicht mehr ganz genau, was in letzter Folge passiert ist. Auf jeden Fall haben wir unseren Bus gekauft und sind jetzt hier auf der Insel und machen glaube ich unsere erste Fahrt ist das jetzt hier. Ja, auf jeden Fall habt ihr unter der letzten Folge wenig bis gar keine Vorschläge geschrieben, worüber wir reden können, da ich das auch ein bisschen später im Video gesagt habe, wie eigentlich jetzt auch, es ist auch irgendwie später im Video, in der nächsten Folge muss ich das unbedingt direkt in der ersten Minute sagen, aber ihr sollt mir unbedingt Themen und Fragen zu allen möglichen, in allen möglichen Bereichen, das muss nicht auf dieses Spiel bezogen sein, also ein paar Fragen waren glaube ich drin, die waren wirklich auf das Spiel bezogen. Das muss nicht sein. Also ihr könnt irgendwelche Themen, die euch einfach interessieren, meine Meinung, die euch zu irgendeinem Thema interessiert, einfach mal irgendwelche Themen reinschreiben, dann werde ich darüber ein bisschen erzählen. Oder auch Fragen über mich, dass man irgendwie ja einfach so ein bisschen mehr erfährt und ein bisschen quatscht einfach, dass man ein bisschen was zu labern hat. Das ist einfach der Hauptgrund. Deswegen fände ich Themen eigentlich noch besser als Fragen, weil ich hatte tatsächlich vor, so ein ja, Projekt und so eine, so ein kleines Format zu machen. Das soll jetzt kein Projekt sein oder so, also vielleicht auch nur ein Video, ich weiß es nicht. Dass ich irgendwie euch immer zwei Stories erzähle und ihr müsst dann entscheiden, welche ihr für richtig haltet. Und dann klickt ihr auf dieses quasi nächste Video und so, aber da muss ich ganz, ganz viele
Videos natürlich vorproduzieren und das dauert ein bisschen, das kostet richtig viel Arbeit. Und außerdem wollte ich das dann noch ein bisschen cooler machen, wo ich vielleicht dann draußen ein bisschen was mit der Drohne von mir filme oder so. Und das wäre ein bisschen ja aufwendiger und außerdem ist jetzt ein bisschen zu kalt dafür. Ich irgendwie gar keinen Bock dazu, mit der Drohne jetzt umzufliegen. Also vor allem bei dem Wetter dann draußen rumzulatschen und da einen ganzen Tag aufzunehmen. Also das machen wir im Frühling, im Sommer oder was auch immer, wobei Sommer wahrscheinlich zu heiß ist. Also es gibt Ansprüche, Leute. Auf jeden Fall, ja, gerne, wie gesagt, Themen sind mir eigentlich lieber. Also irgendwie so ein Thema, keine Ahnung, was ihr jetzt für ein Thema habt, aber beispielsweise, es ist jetzt wirklich nur ein Beispiel, diese ganze Geschichte um YouTube, was jetzt mit YouTube passiert, Artikel 13 oder sowas, das war ja schon, ich habe darüber schon mal geredet, aber solche Richtungen, solche Themen, also nicht Richtungen, solche Themen halt eigentlich, worüber man schon labern kann, wo jeder seine Meinung hat und einfach so ein bisschen ein Thema hat, wo man drüber schnacken kann. Ja, ansonsten war es das, glaube ich, was ich schon erzählen wollte. Wie gesagt, ich habe lange nicht mehr mit dem Lenker gespielt, ich habe lange nicht mehr dieses Spiel überhaupt gespielt oder ja, was anderes auch nicht. Also ich glaube, ich habe echt Tourist Bus Simulator. Die letzte Folge, was ich aufgenommen habe, war auch die letzte Folge, was ich überhaupt mit dem Lenker irgendwie gespielt habe. Deswegen muss ich mich jetzt erstmal ein bisschen reinfinden. Aber ich habe schön wieder alles aufgebaut. Es ist auch 0 Uhr gerade, 0 Uhr 1. Das ist crazy. Ich wollte eigentlich schon viel früher aufnehmen, aber dann waren wir heute Abend noch bei Verwandten Raclette machen. Eigentlich Raclette ist so cool gewesen heute Abend. Ich esse das so selten, also wir machen ja so selten irgendwie sowas, so einen Raclette-Abend oder so. Aber heute haben wir das mal wieder gemacht. Aber ich merke gerade, das ist schon wieder ziemlich hart ruckelt, wenn man in dieses kleine Dorf hier reinkommt. Ich hätte eigentlich stehen bleiben müssen, aber es ist egal. Ja, aber ich fand das irgendwie cool. Ich feiere das. Und ja, dann sind wir halt ein bisschen später wieder heimgekommen und deswegen jetzt erst um 0 Uhr. Aber ich habe irgendwie, ich habe halt morgen den ganzen Plan, was ich aufnehmen muss, will, was auch immer. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, nimmst du heute Abend noch ein bisschen Tourist Bus Simulator auf, damit ich dann, kann die bitte aussteigen? Wie lange braucht ihr denn? Damit ich dann morgen nicht auch noch den Tourist Bus Simulator aufnehmen muss, sondern das dann schon mal erledigt habe, wenigstens. Ich werde noch eine Folge hier nach aufnehmen oder vielleicht sogar zwei. Von daher, falls ihr jetzt unter diesem Video Themen schreibt, werde ich das vielleicht nächste Folge oder übernächste Folge gar nicht berücksichtigen. Muss ich mal gucken, wie lange ich jetzt noch aufnehmen will, kann und wie lange das jetzt auch dauert. Ob wir dann mitten in der Fahrt sind oder nicht. Mal gucken. Bin ich mal gespannt, wie das hier so weitergeht. Morgen ist ein ganzer Tag angesagt. Wollte ich nur PES 19 Trainerkarriere mit Bayern aufnehmen. Den ganzen Tag lang. Naja, gut, den ganzen Tag jetzt nicht, aber halt ein paar Stunden, schon ein paar Stunden. Also ich muss natürlich auch noch essen und essen und essen und Pausen immer zwischendurch machen, dann auch noch Videos schneiden. Ach, das ist super. Das ist funny. Schon stressig. So, hier irgendwie runter. Gurken, was ist das hier für ein Kaffee? Wir sind auch gerade im Kreis gefahren, oder? Ja. Lol. Ja, cool. Da haben wir gerade Leute rausgelassen und hier kommen wieder neue Leute rein. Die sind wahrscheinlich einmal die Straße rübergegangen und jetzt sind sie wieder hier. Aber ich weiß gar nicht, ob ich richtig gezeigt habe, weil es für euch, glaube ich, spiegelverkehrt. Ich bin so verwirrt und so gespannt, wie das mit der Kamera wird. Ich werde auch streamen demnächst. Das funktioniert jetzt auch mit der Kamera. Mit diesem EOS Utility Programm. Also es hat ja mit der Kamera, hätte es ja schon immer funktionieren sollen. So war das ja auch geplant.
Aber dieses Programm hat sich eine Zeit lang nicht mehr starten lassen. Was heißt eine Zeit lang? Ein Jahr oder so. Also das war irgendwie ein richtiger Fail. Das Programm hatte irgendwie überhaupt keinen Bock mehr. Da gab es einen Fehler, weil es auch schon ein bisschen älter ist, das Programm. Ich habe es jetzt irgendwie geschafft, es zu fixen. Und ja, fragt mich auch nicht wie. Also ich habe einfach alles ausprobiert, was ich probieren konnte. Und scheinbar hat es jetzt irgendwas gebracht. Und ja, das freut mich natürlich extrem, weil dann kann ich immer hier direkt am Bildschirm hier rechts, nicht mehr an der Kamera da oben, sondern hier am Bildschirm rechts direkt mal ein bisschen überprüfen, ob alles noch passt. Ja, sieht das natürlich auch größer. Muss nicht immer den Akku voll machen von der, nicht den Akku, die Speicherkarte von der Kamera nicht immer voll machen. Also das ist alles ganz praktisch. Akku muss ich natürlich trotzdem noch wechseln, also das ist logisch. Aber einige Sachen sind jetzt ein bisschen besser. Und natürlich das Geilste, wie gesagt, dass ich natürlich jetzt, wenn ich das Live-Bild hier rechts habe auf dem Bildschirm, dass ich das hier, das Live-Bild übertragen konnte von der Kamera. Das ging vorher halt nicht über HDMI oder so, das musste mit dem Programm hier laufen. Dann kann ich OBS sagen, nimm dieses Fenster da, wo das Live-Bild ist, schneid es so zurecht, dass die Facecam cool aussieht, also nicht irgendwie so langgezogen oder so, sondern ganz normal. Und ja, pack das dann in alle Aufnahmen bzw. Streams rein. Aufnehmen tue ich natürlich trotzdem noch extern, damit ich da noch so einen coolen Schatten in den Hintergrund machen kann. Und die natürlich flexibel verschieben kann. Aber für den Stream ist das mega, mega geil. So, genug geschnackt über Technik, Kram und Zeugs. Wenn hier auch Frauen oder Mädchen zuschauen, ist das, ja, die werden sich auch denken, ja, genau. Red mal. Red mal schön. Das ist, wie gesagt, auch so ein Uncut-Projekt, Leute. Für die jetzt neu sind. Natürlich können ja auch gerne kostenlos abonnieren. Also. Aber das ist so ein Uncut-Projekt, das ich werde Versprecher einfach drin lassen und ich werde auch einfach so gefühlt gar nichts cutten. Zum Beispiel in der, wenn ich jetzt Koop-Kette oder was auch immer aufnehme, dann wenn ich jetzt zum Beispiel mal so bla bla bla, Punkt, Punkt, Punkt und dann gar nichts mehr sag, das schneide ich natürlich dann raus und füge das immer zusammen. Aber das habe ich jetzt, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf hier. Das ist als Uncut-Projekt viel besser. Es ruckelt, wenn man ein bisschen Gas gibt, wenn ich jetzt hier mit 80 so durchfahre, weil hier sind halt viele Gegenstände, Leute, Autos, Busse und so. Wenn ich hier mit 80 durchfahre, dann ruckelt schon ein bisschen. Also ich muss sagen, das Spiel ist mega, mega cool. Ich finde das richtig, richtig nice. Wenn die jetzt da noch ein bisschen was dran machen an dem Spiel, dann ist es noch besser. Und also so halt performancemäßig geht schon. Also ich habe es ja auf einer SSD laufen, ich habe auch einen recht guten PC. Es ist super eigentlich, aber wenn man halt nebenbei noch aufnimmt, jetzt auch die Kamera noch aufnimmt, das frisst natürlich dann auch irgendwie CPU oder was auch immer, was das genau frisst. Aber ja, natürlich gibt es da dann noch mal ein paar extra Probleme und ein paar Frame-Einbrüche mehr, als wenn man nur ganz normal zocken würde. Aber ja, ist natürlich trotzdem schade. Also das würde ich mich freuen, wenn die das ein bisschen verbessern würden mit der Performance. Natürlich DLCs reinpacken, da habe ich richtig Bock drauf, wenn die hier irgendwie so einen Shuttlebus oder so mal reinpacken. Na ganz ehrlich, die Busse sind halt, ich finde, die sind nicht ganz realistisch. Also es gibt natürlich auf Fuerteventura bestimmt auch große Busse, aber ich war ja schon mal auf Fuerteventura und was ich da rumfahren habe sehen, es ist ja auch eine verdammt kleine Insel. Also da werden jetzt nicht irgendwie wie hier im Spiel 20 solche Busse pro Ort rumstehen. Also das ist ein bisschen, naja, also eher so kleinen Busse, so Shuttles oder so. Also das schon eher. Und das wäre richtig cool, wenn es da so DLCs gibt. Vielleicht gibt es auch schon welche, keine Ahnung. Muss ich die mal anschreiben oder mal nachschauen. Hui. Aber man merkt schon wirklich extrem dieses Fernbus-Feeling. Also es ist halt,
gefühlt ist es wirklich Fernbus-Simulator mit klitzekleinen Verbesserungen und die sind wirklich so klein, die merkst du echt was gar nicht. Und dann einfach auf eine Insel gepackt, ein bisschen die Grafik hier schön und halt natürlich, was war natürlich hier der Unterschied, ist halt die ja, Story kann man es jetzt nicht nennen, aber es ist dieses Wirtschaftssystem und Zeug und dass man doch frei rumlaufen kann und nicht irgendwie an quasi Missionen gebunden ist. Also beim Fernbus-Simulator war es ja so, entweder du fährst freie Fahrt, fährst dann halt auch mit dem Bus irgendwie doof rum oder du fährst halt Strecken. Hier ist es so, wie gesagt, ich könnte mich jetzt in mein Auto hocken und nach Yandia fahren. Das wollten wir ja machen, mal eine extra Special-Folge. Yandia, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, ist ja der Ort, wo ich auf Fuerteventura im Urlaub war. Mega geil. Also, ja, was war denn das für ein Typ? Hier, er hat ein Stoppschild, er ist richtig rübergerauscht. Kennt überhaupt nichts. Also, der Strand von Yandia, ey, das ist so krank. Das ist so Malediven-Feeling einfach. Unglaublich. Denkt man gar nicht, aber ist echt crazy. Bin ich gerade falsch gefahren? Ich habe die Fahrt noch gar nicht beendet. Ich wollte jetzt mit meinen Passagieren, die ich noch drin habe, wollte ich jetzt gerade einfach nach Hause in die Garage fahren. Oh hi. Ah! Ups. Aber gut, dann sieht man auch mal hier diese Ding hier hinten. Hier war ich noch nie. Auch crazy. Ist auch gar nicht geguckt, ob jemand kommt. Scheint nicht so. Bordstein nehmen wir ein bisschen mit. Also weißt du was, ich drehe jetzt hier einfach ins Metzgerang. Komm. Dreh dich, Bus. Ja, das Gemüse. Am besten umfahren. Komm. Perfekt. So, lass alle Passagiere aussteigen. Nicht in die Garage fahren. Schade. Hätte ich jetzt tatsächlich gemacht. Ich hab's drauf, Leute. Ja, ja. Okay. Dann. Oh Gott, nein, ich hab's Radio angemacht. Hilfe. Oh. Servicewertung 50%, was auch immer das ist. Ein Unfall, ja, das war jetzt der gerade am Ende, weil ich falsch gefahren bin und dann ein bisschen hier, als dieser Raser mir wieder entgegenkam. Das war, glaube ich, der Typ, der da straight über die Straße einfach gepäst ist. Ja, aber ein Unfall und das war jetzt auch nicht so tragisch, das war jetzt kein richtiger Unfall. Das geht schon in Ordnung. Okay, ja, Bock. Fahr ich. Ui. Was ist auf Kreis? Ich habe gerade Kreis gedrückt, ist nichts passiert. Okay. Ich habe keinen Plan mehr, was die Knöpfe sind. Aber es geht okay Google an. Was für ein Scheiß. Okay, dann stellen wir ihn wieder rückwärts rein. Einfach, weil es cool ist. Muss wieder gucken, wo diese doofe Laterne ist, weil die habe ich letztes Mal schon mitgenommen. Das ist gar keine Laterne, das ist so ein Strommast oder so. Oh Scheiße, ich muss. Jetzt habe ich auf diesen doofen Strommast geguckt. Aber wir kommen schon rein. Dank der Rückfahrkamera ist alles möglich. Das ist tatsächlich so geil. Also ich will bei meinem Auto mal auch eine Rückfahrkamera haben. Es gibt ja bei diesen, also die meisten Autos haben, jetzt ist mein Timer weg, weil dieses Kack-Google da gekommen ist. So, bei den meisten Autos gibt es ja dieses Piepen halt allgemein, diese Sensoren und diesen Bildschirm, der das halt anzeigt, keine Ahnung wie man das nennt. Aber nicht alle haben ja diese Rückfahrkamera. Und ich hätte tatsächlich gerne so ein Ding, also ich finde das irgendwie cool. Geh in den Nebenraum. Mitarbeiter, ja, ja, fortsetzen. Fahrer, Mechaniker, Reise, Arbeitsmarkt. So, hier können wir uns jetzt einen neuen Mitarbeiter anstellen. So, in wen hauen wir denn da raus?
Was sind denn die Sterne? 41 Driver. 4 Sterne von 100. Hä? Was ist das? Jo, die ist ja richtig gut. 9 Sterne. 90,7. Ist das gut? Oder desto weniger, desto besser? Zuverlässigkeit des Mitarbeiters ist das. Aber die Sterne steht nicht da, was die Sterne sind. Okay, ja, sie ist sehr zuverlässig und kostet auch nicht so viel. Komm, du kommst bestimmt für 1000. Für 1000 kommst du, oder? Ah, oh, fuck, die kommt gar nicht. Für 1000. Ich dachte, ich kann die abzocken. Aber die, oh, die will nur 900. Komm, du kommst doch für 800, kommst du doch. Scheiße. Ich sollte einfach einen annehmen, das wäre so eine Idee, ne? Jetzt haben wir die guten schon weg. 41, auf den ist Verlass. Oh, du kommst doch für. Ne, wir machen es so, dann kommt der Safe, oder? Ja, der hat aktiv aufs Asset. Ja. Aber der hatte richtig viele Sterne. Was auch immer die Sterne sind, der hat auf jeden Fall 17 Sterne. Und Zuverlässigkeit war bei dem auch in Ordnung. Also, es war alles so geplant, Leute. Wo soll ich jetzt hin? Da war doch irgendein Punkt gerade. Hier? Statistik? Nein, hä? Hallo? Wird morgen. Ach so, ich soll die Zeit überspringen. Hä? Hab ich gewusst. Skip time. Machen wir. So. Ah, ich müsste auf den 9. So. Der neue Mitarbeiter ist angekommen und steht nun zur Verfügung. Hol dir einen neuen Auftrag. Ja, machen wir. Neue Aufträge. Wir haben immer nur denselben. Am Anfang hat man immer nur denselben. Für 500 irgendwie diese eine Strecke. Geh zu Pinnwand. Schichtplan aufzurufen. Genau. Okay. Fahrer und Fahrzeug. Der Lines Coach gehört jetzt heute mal dem Typen. 3 Stunden die Woche, was? Hallo? Mach so und dann nimmst du den jetzt heute. Und dann fährst du dahin, ne? Ist das jetzt geritzt? Öffne den Kalender und spring 2 Tage vor. Okay. Passt. 2 Tage vorspringen. Hier auf. Was habe ich da jetzt einfach weitergeklickt? Irgendwas. Der Auftrag wurde erfolgreich von der Mitarbeiter abgeschlossen. Öffne nun wieder den Fuhrpark und verwalte dieses. Ist das der Fuhrpark? Nein. Meint die das? Den Haken da wieder reinsetzen? Ja. Wow. Okay, da gab es dann doch einen kleinen Cut, weil ich habe da jetzt ewig gebraucht. Ja, ich musste einfach den Haken da reinsetzen. Okay, dann machen wir einen neuen Auftrag. Dann haben wir einen neuen Auftrag. Öffne den Schlichtplan und entscheide dich für einen Fahrer. Ja, ich muss es machen. Ja, der. Ja. Okay. Weil es eine neue Strecke ist, oder was, muss ich die fahren? Okay, dann machen wir das. Dann übernehme ich das, Kollege. Öffne den Kalender und springe zum nächsten Termin. Okay, das kann ich heute. Okay, dann überspringen wir einfach mal zum nächsten Termin. Ja. Folge der Route auf der Navigation. Perfekt. Dann gehen wir in die Garage und da ist kein Bus. Wo hat er den Bus geparkt? Was ein Spaß. Hä? Hä, wo ist denn der scheiß Bus? Muss ich mit dem Auto dahin fahren? Ist hier mein Bus? Warum ist mein Bus hier vorne? Ist der Typ behindert? Ist das wegen der Zuverlässigkeit? Ich weiß es nicht. Der hat einfach meinen Bus hier geparkt. Okay. Okay, wir stellen das Auto einfach mal hier ab. Sorry. Ja, Kollege, kein Problem. Also das habe ich ja noch nie erlebt. Also wie gesagt, ich habe das Projekt ja schon mal selber ein bisschen gespielt, ein bisschen angetestet. Sowas Behindertes habe ich jetzt irgendwie noch nie erlebt. Okay. Scheinbar ist der Bus dann einfach hier. Folge der Route. Okay. Also da gab es dann zwei, drei kleine Cuts. Musste die Kamera natürlich jetzt wieder neu starten. Die muss ich tatsächlich immer noch nach 30 Minuten neu starten, wenn ich nicht über die Elgato aufnehme. Ich nehme ja wie gesagt über dieses Programm gerade auf. Muss man immer noch machen, aber kann man dann halt. Opala!
erstens die Tür offen, zweitens der Typ neben mir. Auf jeden Fall kann man das halt über den PC einfacher starten, da muss ich auch nicht mehr hoch und runter und was weiß ich. Und was das gerade war mit dem Bus, das weiß ich auch nicht. Also normal, ich habe das ja, wie gesagt, eine private Karriere auch ganz kurz gespielt, nicht irgendwie ewig, aber kurz. Und da war es immer so, dass der Typ mir den Bus in den Hof, beziehungsweise wenn er nicht im Hof war, dann halt in die Garage gestellt hat. Und der Tepp stellte mir einfach da vorne zum Auftrag. Stell dir mal vor, der fährt irgendwie einen anderen Auftrag nach Jandia und dann kann ich bis nach Jandia eine Stunde fahren, um meinen Bus da abzuholen, wenn er den einfach da stehen lässt. Was ist denn das für einer? Also das ist ja komplett behindert gerade. Aber das habe ich auf jeden Fall gemeint. In der letzten Folge bin ich nämlich zur Ersthaltestelle falsch gefahren, weil alle Fahrten im Tutorial hier bei dieser Station da hinten, wo ich jetzt gerade hinfahren muss, die starten alle da hinten. Und deswegen habe ich das auch damals irgendwie verpeilt, weil ich schon da hinfahren wollte. Haben wir noch Tank? Tank haben wir noch, weil man muss ja auch tanken in diesem Spiel. Was ich ziemlich witzig finde. Aber das ist mir nämlich einmal passiert. Da bin ich einfach hier vorbeigefahren, weil ich hatte nur irgendwie zur Hälfte Tank. Und ja, plötzlich, als ich dann die Strecke fahren wollte, habe ich gemerkt, ja, Tank ist auf Rot. Und dann, das war dann richtig traurig. Und ich bin dann zum Glück auf der Route hier vorbeigefahren und bin dann halt mit den Passagieren schnell mal tanken gefahren, was man eigentlich jetzt nicht unbedingt macht, aber ja, das war kritisch. So, ordentlich Gas geben, damit wir schnell hier hinkommen, und dann würde ich sagen, war es das auch schon von dieser heutigen Folge, sogar ein bisschen länger als 25 Minuten. Ich habe jetzt, wie gesagt, ein, zwei Sachen noch rausschneiden müssen, und wäre alles reibungslos gelaufen, hätten wir es tatsächlich genau in den 25 Minuten geschafft, wieder bis zur ersten Haltestelle hier zu kommen. So haben wir es jetzt nicht ganz geschafft, aber fast, fast ganz. Okay, gut, dann würde ich sagen, war es das. Ich stelle mich jetzt noch hier unten hin und ja, die Route fahren wir dann in der nächsten Folge. Mal gucken, wie es dann noch weitergeht. Ob wir dann noch eine Route anfangen, ob wir dann noch irgendwas machen, ob ich dann noch eine Folge mehr aufnehme oder ob ich dann nichts mehr aufnehme. Aber eine Folge nehme ich jetzt direkt noch auf. Also wie gesagt, Vorschläge kann ich dann erst ab übernächster Folge, schätze ich mal, ja, verwenden. Gut, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.